Wer von einer Auslandsreise zurückkommt und sich in Georgsheil auf Corona testen lassen möchte, soll sich dafür ab kommender Woche online anmelden können. Daran arbeitet die Kassenärztliche Vereinigung momentan. Eine Überweisung vom Hausarzt wäre dann nicht mehr nötig. Der Fulvatmannslob in Leer soll trotz Corona auch in diesem Jahr Ende September stattfinden. Die Teilnehmer werden alle 3 Minuten zu 5 starten. Eine Anmeldung ist nur vorab übers Internet möglich. Das Emder VW-Werk startet ein eigenes Corona-Testzentrum. Ab Montag können sich Mitarbeiter, die entsprechende Symptome haben, freiwillig auf dem Werksgelände testen lassen. Das Angebot richtet sich vor allem auch an Reiserückkehrer. Die Dr. Becker Kurklinik in Norddeich hat ein Behandlungskonzept für Menschen entwickelt, die an den Spätfolgen einer Covid-19-Infektion leiden. Dazu zählen beispielsweise Atemnot und Konzentrationsschwäche. Offiziell anerkannt ist das Behandlungskonzept bisher noch nicht. Das kann laut der Klinik noch 2 bis 3 Jahre dauern. Patienten werden voraussichtlich ab Oktober kommen. Nach rund 2 Monaten ohne neue Corona-Fälle gibt es im Kreis Wittmund eine neue Infektion. Insgesamt sind in Ostfriesland momentan 43 Personen an Covid-19 erkrankt.